Ja, so Mahlzeit YouTube. Hallo. Der Nico und ich haben heute wieder ein, ja, was soll ich sagen, 535 Diesel. Das ist ja dieses Jahr schon Nummer 3. Bei dem Auto auch wieder das gleiche Thema mit dem Turbolader. In dem Fall haben beide Turboladerspiel. Der kleine axial und vertikal, der große nur axial. Da würde ich sagen, da geben wir es gleich mal rüber zum Turbolader und dann zeigen wir das euch mal. Bis gleich. Also da sieht man es deutlich. Einmal so Spiel. Genau, also axial. Einmal vertikales Spiel. Dann hier überall Ölverschlammungen auch. Innen drin steht auch schon das Öl. Ja, das heißt, also die Lader sind fertig. Alle Leitungen neu machen. So, wir haben jetzt soweit mal alles zerlegt. Am großen Lader kann man leider von hier oben nicht hinschauen mit dem Telefon oder mit dem Handy. Wir gehen von hier unten rein, können hier ganz normal das Spiel prüfen. Ich würde sagen, Fingertest hier machen. Genau. Fahren wir mal rein mit dem Finger. Das hängt an dem Lader, das kommt da raus. Genau, wie schon gesagt, wir können ein paar Bilder einfügen. Bilder haben wir gemacht zu dem Thema, aber faktisch eins, hier muss auf jeden Fall die beiden Lader erneuert werden. Es hat schon ein Mitbewerber geprüft, der sagt, es wäre alles in Ordnung, ist aber definitiv nicht der Fall. Wir haben auch überall relativ starke Ölablagerung am Ladeluftschlauch, am Ladeluftkühler. Und das ist eindeutig ein Indiz dafür, dass die Turbolader ein Problem haben. Ja, ich habe ja bei diesem Fahrzeug bereits einen Teil 1 gemacht. Da war der Nico in dem Fall leider nicht dabei, sondern auswärts bei anderer Kundschaft. Da ging es um das Thema mit dem Getriebe, dass wir einfach da das Problem haben, dass wahrscheinlich der Wandler rutscht. Da gibt es jetzt eine Getriebeölspülung zum das noch testen, aber der Fall hier kam jetzt dazwischen. Ist natürlich wichtig, weil der Kunde wollte hier eine Leistungssteigerung und einen Kadersatzrohr, einen DPF-Ersatzrohr in dem Fall. Natürlich kein Kadersatzrohr, weil wir haben hier ein 535 Diesel natürlich. Und das erfüllen zu können, muss man einfach schauen, dass die Hardware passt. Das ist hier nicht der Fall, deswegen erst neue Turbolader rein, dann zur Getriebespülung, da gibt es auch ein Video Teil 3. Und sobald das erledigt ist, geht es ab auf den Prüfstand. Bis dahin, ciao.